Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Bei meinem letzten Video habe ich mit euch eine Box gebastelt. Vielleicht kommen die Videos jetzt auch in anderer Reihenfolge. Aber am Ende dieses Videos ist mir eingefallen, dass ich dieses Geschenk, das ich hier verpackt habe, eigentlich auch noch jemand anders schenken könnte, und zwar mehreren Leuten. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne ein paar Dankeskarten basteln als kleine Aufmerksamkeiten für all die lieben Menschen, die uns gerade so stark unterstützen in der Corona-Krise. Denn ich finde, jeder, dem man so begegnet, also zum Beispiel, wenn man zum Einkaufen geht, jede Verkäuferin leistet so viel. Und da wäre doch eine kleine Dankeskarte einfach schön oder vielleicht auch so ein kleines Geschenk. Und am Ende des letzten Videos ist mir eben, also ich habe dieses Geschenk schon vor einer Weile für zwei Freundinnen von mir gebastelt, die mir geholfen haben. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist das auch eine schöne Geste eben für all die fleißigen Helferlein, die eben gerade für uns da sind. Oder zum Beispiel auch für eine Arzthelferin oder eine Krankenschwester im Krankenhaus. Oder für eine Pflegerin, egal. Oder für die Damen von der Sozialstation. Also ihr seht schon, es bezieht sich sehr auf Mädels im Moment, weil halt die Farben auch sehr weiblich sind. Natürlich mit Blumen, aber man kann es natürlich auch in eine andere Form für einen Mann umgestalten, wenn ihr einen tollen Pfleger habt, der euch da sehr geholfen hat zum Beispiel. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt so eine Box basteln und die verschenken, könnten wir auch vielleicht eine kleine Dankeskarte dazu machen. Und das wird jetzt ein ganz spontanes Video und ich gucke jetzt einfach mal, ob wir das so ein bisschen aufgreifen können, das, was wir eben jetzt schon gebastelt haben, und daraus noch eine Dankeskarte machen. Und ich zeige euch jetzt ganz kurz, in dieser Box ist einfach so eine kleine Badekugel, die jetzt hier perfekt reinpasst. Ihr könnt natürlich auch ein paar Süßigkeiten reintun oder egal was. Aber eine Badekugel bringt natürlich dann, wenn es irgendwann wieder besser wird, auch ein bisschen Entspannung vielleicht für die Person oder so. Und ja, das soll das so ein bisschen vermitteln. Ich zeige sie euch auch nochmal von vorne, die Box, also mit dem kleinen Dankeschild hier und mit den Blumen. Hier noch ein bisschen andersfarblich geschaltet, auch sehr schön. Das Video dazu, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben, falls ihr das nachbasteln wollt. Aber wir machen jetzt in diesem Video einfach eine spontane Dankeskarte, so ein bisschen aus dem Rest, was wir hier hatten. Und vielleicht, was jeder so zu Hause hat. Ich werde jetzt in dem Video nochmal mit den Blüten arbeiten. Die habe ich mir jetzt schon ausgestanzt, ganz einfach, weil es halt perfekt zur Box passt. Wenn ihr das aber nicht habt oder zum Beispiel habt ihr jetzt meinetwegen eine Gänseblümchenstanze oder irgendeine andere Blumenstanze, dann könnt ihr natürlich die Karte genauso mit jeder anderen Blumenstanze basteln. Also man muss keine Big Shot haben und diese ganze Ausrüstung für diese Sachen. Ihr könnt auch hier ein wunderschönes Gänseblümchen drauf machen, die große Gänseblümchenstanze nehmen und das noch ein bisschen einfacher gestalten. Also guckt einfach in eurem Schrank, was ihr habt, und das benutzt ihr dann einfach. Und genau, ich lege jetzt einfach mal los. Ich habe jetzt hier das Reststück in Himbeerrot, das wir uns von der Box quasi noch übrig haben. Die Box ist ja 21 x 21 cm und ich habe jetzt hier noch ein Reststück eben in 21 cm mal 8,5 oder 8,7. Die schneide ich mir jetzt einfach ein bisschen zu und baue jetzt aus dem einfach eine Dankeskarte mit euch zusammen. Und ich zeige euch jetzt mal noch ganz kurz, was ich so alles verwendet habe, so wie immer. Ich benutze jetzt in dem Video einmal Flüsterweiß. Das ist diese Bestellnummer. Einmal Farbkarton Pergament mit dieser Bestellnummer. Kleines bisschen Schwarz habe ich für die Blütenmitte. Bisschen Kirschblüte auch für die Blüte. Bisschen Himbeerrot einmal für die Blüte und auch eben für die Grundkarte. Und ich glaube, das war's schon, oder? Designerpapier, glaube ich, brauchen wir jetzt gar nicht. Das probieren wir jetzt einfach so ein bisschen aus. Aber das waren so die Materialien, die ich vorher verwendet habe in dem Video. Und genau, jetzt schneiden wir uns einfach mal die Karte aus unserem Reststück zu. So könnt ihr das also kombinieren. Und ich mache das jetzt so, ich schneide jetzt die Karte einfach mal bei 8,5 zu. Das ist eben nur so ein ganz kleines Teilchen, das dann noch weggeht. Falze mir das auch einmal bei 8,5 cm. Das mir also hier bei 8,5 cm an, falze mir das in der Mitte und kürze mir das Ganze dann noch ein in 17 cm. Und so habe ich eben jetzt hier so ein kleines Format für eine kleine Dankeskarte. Es kann ja auch sein, dass wir die Menschen, die das machen oder die das bekommen, gar nicht so gut kennen und wir möchten jetzt einfach eine kleine Dankeskarte dazulegen. Und dann nehme ich mir auch gleich noch ein Stück Reststück eben in Flüsterweiß. Und schneide mir das zu auf 8x8 cm, dann habe ich hier eine schöne Mattung. Ich hoffe, dass ich da jetzt zwei Stücke rauskriege. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie groß das Papier war. Na, das ist ein bisschen kleiner, aber das macht nichts. Für den inneren Rand
Lassen wir das mal so, wobei ich aber gucken möchte, dass das gleichschenklig ist. Ich muss mir das jetzt mal schnell aus. Wie viel habe ich da noch? 7,7. Dann mache ich es jetzt so, dass ich mir einfach 7,7 schneide. Alle 7,7 mal 7. Wenn euer Reststück ein bisschen größer ist, dann könntet ihr das ja noch ein bisschen größer machen. Aber so. Es ist einfach ein schönes gleiches Bild ist. Wie gesagt, ich habe auch noch kein Musterstück. Ich habe das nur so ein bisschen im Kopf. Das ist jetzt ganz spontan entstanden. Die Idee für so eine kleine Dankeskarte oder für sowas habe ich jetzt schon länger. Aber genau, das passt jetzt schon so, sind die gleich groß. Aber die Umsetzung passt jetzt eben gerade perfekt. Okay, und jetzt habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt mal ausprobieren, wie das so aussieht. Wenn man das hier vorne schon drauf klebt, ist die Karte vorne ja schon sehr ausgefüllt. Und dann innen rein eben noch den Spruch. Ja, so machen wir das. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, wie ihr die Karte haben möchtet. Möchtet ihr sie so eine Hochkant haben oder möchtet ihr sie so rüber machen? Ich mache sie jetzt Hochkant. Und das Erste, was ich jetzt dafür mache, ist, dass ich meine Sprüche aufstempel. Und ich habe ja bei der Box schon das Set Magnoliengruß verwendet. Das wäre hier die Bestellnummer. Da habe ich einfach nur das Danke verwendet. Also ihr könnt ja jedes Danke nehmen, das ihr habt. Aber hier fand ich auch noch ganz schön, dass ich hier noch als Sprüche habe für all deine kleinen und großen Taten, du bist wunderbar. Das finde ich passt das sehr gut. Oder ein lieber Blumengruß würde auch gut passen, wenn ihr zum Beispiel einen kleinen Blumenstrauß verschenkt oder so. Wobei Blumenstrauße gibt es ja jetzt auch gerade nicht. Also zumindest also in Bayern, das ist ja jetzt schon Ausgangssperre. Also wir schenken ja hier einen kleinen Blumengruß mit unserer Blumenkarte. Vielleicht passt der Spruch auch ganz gut. Aber ich nehme jetzt diesen anderen Spruch für all deine großen und kleinen Taten, du bist wunderbar. Und den ziehe ich mir jetzt wieder auf den Stempelblock auf. Muss ich den nehmen? Wenn ich so einen Spruch immer aufziehe, der viel Text hat und gerade bei den Gummistempeln, da sieht man jetzt nicht, wie gerade man stempelt, dann nehme ich mir eigentlich immer so eine als Orientierung meine Unterlage hier und lege mir das da ziemlich gerade auf, dass ich schon mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt habe, dass ich das gerade dann aufstempeln kann einigermaßen. Und jetzt muss man nur gucken. Das Danke habe ich auch noch von vorne, von vorher. Ich nehme jetzt auch nochmal die gleichen Farben. Das heißt, ich habe einmal Himbeerrot und Kirschblüte und einmal das Memento als Farbe. Und die benutze ich jetzt da auch wieder. Vielleicht so ein bisschen mit Hintergrundstempeln. Schnappe ich mir nochmal mein Schmierpapier und meine zwei Papiere und mache jetzt hier noch so ein bisschen Hintergrund. Ich nehme jetzt einmal wieder die Kirschblüte für den kleinen Klecks und das Himbeerrot für den großen Klecks. Und die Kleckse habe ich aus dem Stempelset Painted Poppies. Und da habe ich eben den großen Klecks und den kleinen Klecks rausgenommen. Wenn ihr andere Kleckse habt, nehmt ihr andere Kleckse da. Das darf man nicht so eng sehen. Okay, und ich mache es jetzt so, ich nehme jetzt den großen Klecks mit Himbeerrot, gehe mir da jetzt mal mit voller Farbe drüber und dadurch, dass ich jetzt schon einmal abgestempelt habe, ist der zweite Abdruck einfach ein bisschen heller und mache das jetzt hier nur so ein bisschen oben und unten und dann mit Kirschblüte, wie machen wir es denn? Auch noch so ein bisschen außenrum. Dabei drehe ich mir immer so den Stempel noch ein bisschen. So. Und jetzt mache ich mir in die Mitte noch einen rein, den stempel ich mir vorher einmal ab. Da kommt dann nachher meine Blüte drauf, also das ist für außen. Und für innen habe ich mir gedacht, machen wir weniger, weil wir wollen ja da ein bisschen Sprüche unterkriegen. Da machen wir nur so ein bisschen die Ränder, so ganz leicht hier. Und mit dem helleren können wir noch ein bisschen mehr reingehen. Vielleicht so. Also da habe ich es jetzt wirklich nur ganz leicht gestempelt. Man sieht es, glaube ich, ein bisschen schlecht in der Kamera. Mein Stempelkissen ist auch schon ein bisschen leer. Das muss ich mal auffüllen. Und dann nehme ich mir auch gleich noch meine Sprüche, die stempel ich mir jetzt in Memento. Einmal das Danke. Wenn jetzt mehr Platz auf der Karte wäre, würde ich das Danke nach vorne auf die Karte stempeln und dann den anderen Spruch innen rein. Aber hier ist jetzt der Platz ein bisschen begrenzt durch die große Blüte. Deswegen mache ich mir das jetzt, versuche ich schön die Mitte zu treffen. Danke in die Mitte und einigermaßen gerade. Und den zweiten Spruch. Achtung, der muss nachher natürlich auch richtig rum sein. Noch in die
ein bisschen weiter nach unten. Ich finde das sehr schön so. Das ist auch eine tolle Schrift. Genau, dann räume ich jetzt ein bisschen auf und wir sehen uns gleich wieder. Dann klebe ich mir das Ganze auf. Also ich nehme mir einmal den Flüssigkleber, klebe mir wieder die Blüte so auf wie auch bei der Box. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir, bevor wir uns das aufkleben, ein bisschen mit dem Falzbein arbeiten. Das heißt, dass wir die Blüte noch so ein bisschen in Form bringen, ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten. Also ein bisschen Knitteroptik, aber eben nur ganz leicht. Und dann orientiere ich mich immer hier an dieser kleinen Zacke hier oben. An dieser Zacke. Ich weiß nicht genau warum, aber das ist mein Orientierungspunkt, damit sich die Blüte hier so schön übereinander legt. Wenn da mal ein bisschen Kleber außen durchkommt, seht ihr das? Das macht nichts, der trocknet durchsichtig wieder ab. Dann kommt noch die kleine Blütenmitte, auch mit einem kleinen Klecks Flüssigkleber da drauf. Und dann wird das Ganze auf dein Männchen ist aufgeknebt, klebt. Und schon mal auf unsere gestempelte Karte geklebt. So. Wieder machen wir es so. Ja. Okay. Und jetzt ist die Frage, ich würde jetzt einfach nochmal mit dem Pergamentpapier arbeiten, das wir auch vorher schon hatten. Also ich mache mir einmal so einen Blätterzweig. Ich muss aber gucken, wie viel wir da brauchen. Also vielleicht ein bisschen weniger als auf der Box. Schauen wir mal, wie viel Zweig da noch rausgeht. So, Restpapier ist immer wieder erstaunlich, finde ich, wie viel man da dann doch noch rauskriegt. Hier mache ich jetzt nur einen halben. Den schneide ich mir gleich noch zu. Der geht da jetzt nicht raus, aber vielleicht ist es eben auch mit dem halben ganz schön. Ich schaue jetzt, ob ich noch mal irgendwo einen halben rauskriege. Genau. So. Heute ist auch gleich ein Glitzerstein. Wo ist der her? Meinen Danke klebe ich noch innen rein in die Karte. Und ich klappe eben die Karte jetzt nach oben auf. Da müsst ihr gucken, wenn ihr es andersrum haben wollt, dass ihr euch das natürlich auch andersrum reinklebt. Aber ansonsten sieht das, finde ich, schon mal. Ich finde das schon toll aus. Gefällt mir irgendwie. Okay, dann vorne die Karte drauf. Auch nochmal mit Flüssigkleber. Hoppala, das war ein bisschen zu stürmisch. Jetzt so. Natürlich Kleber an den Pfoten, das ist nie gut. Ich klebe sie jetzt so auf wie auf der Box. Von der Blütenform. So. Und jetzt habe ich ja auf der Box diesen das silberne Garn gemacht und ich finde, das gehört da eigentlich schon hin. Da schnappe ich mir wieder das silberne Metallic Garn. Nehme mir das zwischen Daumen und Zeigefinger und wickel mir das ein paar Mal um drei Finger und ein paar Mal um vier Finger. Das ist auch wieder relativ oft wirklich hier, öfter als sonst, kürze mir das einmal ein und klebe mir das Ganze jetzt auf einen Glue-Dot. Wenn ihr hier jetzt so ein langes Ende habt, dann schneidet euch das gleich ab, weil das danach immer ein bisschen gefummelt ist, finde ich. Und jetzt habe ich mir die Blüte schon aufgeklebt, dann nehme ich mir jetzt einfach meine Pinzette und setze mir die hier so unten rein. Ja, so schaut das schön aus. Genau, und dann nehme ich einfach noch ein paar Glue Dots und mal schauen, wie ich mich das am besten arrangiere. Okay. Ich verteile mir das einfach so. Ich weiß nicht, ich mache jetzt die Karte einfach aus Intuition. Ich überlege da jetzt gar nicht so viel. Ach genau, was ich jetzt hier vergessen habe. Ich lege mir das jetzt zuerst mal hier unten rein. Wenn ihr das in irgendeinem Kuvert machen möchtet, müsst ihr natürlich gucken, dass es dann nicht so viel über den Rand hier unten rausschaut. Aber ich schenke das so. Und was ich jetzt hier noch mache mit diesem Blatt, da nehme ich euch jetzt mal ein bisschen näher hin. Ich nehme mir jetzt meinen Papierfalter. Der ist weg. Ah ne, er ist direkt vor mir. Und
mache mir hier so eine kleine Falzlinie rein. Seht ihr das? Und die knicke ich mir jetzt so ein bisschen hoch. Und so hat euer Papier gleich, euer Blatt gleich noch ein bisschen mehr Dimension. Klebt mir das wieder auf dem Kuhdot auf und klebt mir das jetzt hier oben über das Silberne drüber. Und dann würde ich hier oben noch eins von diesen beiden ausgestanzten Blättern nehmen. Das mache ich jetzt auch relativ so. Ja, so finde ich es schön. Dann hat man hier oben zwei und unten auch zwei, aber die gehören zusammen und die sind unterschiedlich. Also ich finde, das spiegelt sich ganz schön wieder. So gefällt mir das. Und schon seht ihr, ist eine Karte ruckizucki fertig. Ich nehme jetzt nur ein bisschen Glitzy. Glitzer mir hier noch meine Blüte ein, dass sie natürlich auch gut zur Box passt mit dem Wink of Stella. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich die Videos veröffentlichen werde. Vielleicht irgendwie nacheinander oder eine am Freitag, eine am Sonntag oder eine am Samstag und am Sonntag. Irgendwie so denke ich, dass ihr das zeitnah zusammen zu sehen kriegt sozusagen. Und jetzt nehme ich mir noch ein paar Glitzis, die kleinen Glitzis, und verteile mir die auch noch so wie auf der Box eigentlich. Hier zwei so oben drüber. Und als drittes... Und als drittes nehme ich noch eins auf die Blüte drauf. Schaut das komisch aus? Na, der Kleber klebt. Ja, lass mal so, es schaut schön aus. Also so schnell habt ihr eine Dankeskarte gezaubert aus ein paar Restpapierstücken. Also dieses Himbeerrot ist jetzt genau aus dem Rest von der Box entstanden, mit einem schönen Spruch, bisschen Stempelarbeit, bisschen Blüten. Klar, wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch einfach mit dem Stanzer machen. Ihr müsst jetzt nicht mit der Big Shot arbeiten. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eine tolle Kombination von Karte und Geschenk für ganz liebe Menschen. Ich habe jetzt hier in dieser Box einfach noch so einen Reststreifen Flüsterweißpapier bitte beschriftet und da so drüber gelegt. Und da kommt eben unten die Badekugel raus. Genau. Also vielleicht ist das eine Idee für euch. Ich werde jetzt ein paar in Massenproduktion erstellen. Wie gesagt, ihr könnt ihr auch mit allen anderen Produkten machen. Schaut einfach, was ihr zu Hause habt, was ihr findet. Und vielleicht habt ihr Lust mitzumachen bei meiner kleinen Aktion Basteln zu Corona-Zeiten. Einfach, um anderen Menschen ein kleines Dankeschön zu geben und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist so die Idee dahinter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich mitmacht. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Bastelidee dafür. Kleine Bastelanleitung von mir. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Los, ab an eure kreativen Bastelplätze und legt los und bedankt euch bei den Menschen, die für uns da sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Entschuldigung, jetzt wackelt's. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann drückt einfach diese Glocke, abonniert meinen Kanal und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Mitmachen und bleibt gesund. Tschüss.